Dafür soll bekannt sein, dass guter, ausreichender und erholsamer Schlaf wichtig für unsere Gesundheit ist, dass wir fit in den Tag reinstarten können, wie auch dadurch leistungsfähiger, entspannter und auch viel aufmerksamer unseren Alltag und beziehungsweise unsere Tätigkeiten bewältigen können. In der Theorie schaut es meistens ganz anders aus, dass da bei vielen die Nacht zum Tag wird. Es gibt ja viele, die schauen dann bis in die Nacht Fernseher rein, schauen sich irgendwas Serien auf Netflix an, YouTube-Videos, essen auch noch sehr spät und machen einfach Sachen bis tief in die Nacht hinein. Die biologische Uhr ist dann ziemlich durcheinander geraten. Schichtarbeit unterstützt das meiste auch nicht. Das heißt, sehr viele haben nach natürlichen Aspekten keinen guten Schlafrhythmus und darunter leiden auch dann auch sehr viele Aspekte. Also zum Beispiel, wenn ich nicht genug Schlaf habe, dann kann man mich auch in die Tonne werfen, dann bin ich überhaupt nicht leistungsfähig. Ist schon ein paar Mal passiert, dass ich dann zu lange wachgewacht gewesen bin und dann meine Gartenarbeit nicht richtig machen konnte, beziehungsweise meine Bewegungen langsam geworden sind. Und wie gesagt, man konnte mich eigentlich vergessen, bis ich ein kleines Nickerchen gemacht habe, weil ich ja zusätzlich mit meiner Rohkost keine Aufputschmittel wie Kaffee, Tees oder sonst irgendwas zu mir nehme. Von da ist es für mich umso wichtiger, dass ich einen guten und erholsamen Schlaf habe und darauf achte ich auch. Von daher gibt es in diesem Video meine Tipps und Tricks, wie ich einen guten und gesunden Schlaf bekomme und auch fit und aktiv in den Tag reinstarte. Dann fangen wir erstmal mit der biologischen Uhr an, beziehungsweise das Verständnis auch dahinter, wie das dann alles bei unserem Körper funktioniert, beziehungsweise abläuft. Also die biologische Uhr, beziehungsweise den Anker, den unser Körper auch da setzt, Tag-Nacht-Rhythmus, beziehungsweise Aktivität und Inaktivität, liegt an dem Lichtverhältnis, den wir haben. Das heißt, unsere Augen, die nehmen die Lichtimpulse auf und schicken die dann auch unser Gehirn und unsere Augen dienen sozusagen als Lichtsammler. Heißt, am Morgen ist zum Beispiel der Lichtanteil mehr rötlich und auch der Winkel ist etwas flacher, sage ich mal. Da steigt die Sonne langsam auf. Zur Mittagszeit, wo wir dann normalerweise am aktivsten sind, ist der Blaulichtanteil am höchsten und die Sonne ist ja auch über uns. Kommen viel mehr Sonnenstrahlen an, dann können wir auch gut Licht sammeln. Und am Abend haben wir dann nochmal das gleiche Spiel, dass dann der Rotlichtanteil vom Licht wieder höher wird. Ist ein bisschen wärmer, sage ich mal, und dann geht es in Richtung Abend. Und auch vergewissern, Anker funktioniert, heißt, man sollte in der Früh möglichst früh rausgehen, zum Beispiel dann, wenn die Sonne aufgeht, raus und dann auch anfangen, Licht zu sammeln. Einfach den Grund, weil halt Licht auch ein Indikator für uns ist, ob wir aus dem Schlaf rauskommen oder nicht, weil normalerweise schlafen wir in der Dunkelheit am besten, da ist auch unser Gehirn draus ausgelegt, da werden wir auch müde und wenn es dann hell wird, ist es für unser Körper das Signal, hey, Aktivität, wachgehen. Auch wenn es etwas bewölkter ist, müssen dann auch, dauert es halt nur ein bisschen länger, bis halt dieser Wachmodus, sage ich mal, eintretet. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Lichtimpulse und wenn man es jetzt zum Beispiel im Haus macht oder hinter Auto, hinter der Windschutzscheibe, dauert es halt etwas länger, da werden dann ungefähr 50% von diesen Lichtimpulsen aufgenommen. Demzufolge bedeutet das auch, wenn wir jetzt zum Beispiel um 14 Uhr aufstehen, dann setzt unser Körper da den Anker und beginnt halt da jetzt das Licht aufzusammeln, um halt erstmal wach zu werden. Das bedeutet halt auch, dass der Körper dann versetzt sozusagen über den Tag bis in die Nacht hinein, versucht irgendwie Licht zu sammeln, bis wir dann den entsprechenden Impuls haben, um dann auch genug Melatonin dann später auch produzieren zu können, werde ich dann noch später kurz ansprechen, dass wir dann erstmal müde werden. Also von daher versucht halt richtig früh aufzustehen, den Tag auch zu nutzen, da entsprechendes Licht zu sammeln, halt auch genug rauszugehen und nicht in einem dunklen Räumen und halt so dann diesen natürlichen Schlafrhythmus auch zu etablieren. Gerade habe ich Melatonin angesprochen, das ist das Schlafhormon, das wird dann zum Beispiel hergestellt, wenn unsere Augen Licht über die Netzhaut aufnehmen und das dann halt zu unserem Gehirn schicken. Da wird dann daraus Serotonin erstmal produziert und aus Serotonin wird dann zum Beispiel in der Zirbeldrüse Melatonin umgewandelt. Von daher nochmal ist es halt sehr wichtig, halt Licht zu sammeln, weil dadurch wird halt erstmal dieses Schlafhormon produziert und das wird dann zum Beispiel in der Zirbeldrüse umgewandelt in Pinolin. Das ist ein sehr starkes Antioxidant, was halt sehr wichtig für unseren Körper ist, um sich halt zum Beispiel zu erholen. Und Pinolin ist auch damit auch mitverantwortlich, dass wir zum Beispiel auch gut luzide Träume machen können. Dafür, dass Pinolin den Botenstoff verhindert, der für den Abbau von DMT zum Beispiel verantwortlich ist. Das heißt, ihr habt dann nochmal mehr DMT im Körper, weil es nicht so schnell abgebaut wird. Wichtig bei der Sache, dass Melatonin und Pinolin in ausreichender Menge hergestellt werden, ist natürlich auch die entsprechenden Lichtverhältnisse. Das heißt, es soll dunkel sein, wenn da, wo ihr schläft. Also wirklich stockdunkel, da arbeiten die nämlich am besten, weil sobald halt Licht kommt, dann wird halt dieser ganze Prozess unterbrochen. Von daher ist es halt umso wichtiger, schaut, dass halt euer Schlafraum wirklich komplett abgedunkelt ist. Ich mache zum Beispiel mein Rollo richtig runter,
also Ding am Fenster, ich nenne es halt so, und dann tue ich noch eine Schlafmaske aufsetzen, dass wirklich alles komplett dunkel ist. Problem halt bei uns in der Gesellschaft ist, dass halt die Laternen die ganze Zeit durchscheinen, oder wenn dann Autos vorbeikommen mit ihrem Licht und so, dann wird man halt auch schnell wach. Diese speziellen Brillen können dann auch sehr hilfreich sein. Das sind Brillen, die das Blaulicht filtern. Und hier ist es halt auch sehr wichtig, wenn ihr erstmal euren Biorhythmus ordentlich hinbekommen habt, das heißt, dass ihr am Morgen richtig rauskommt und Licht sammelt und dann am Abend halt dann langsam in die Bettruhe geht zur entsprechenden Zeit, dass ihr halt dann solche Blaulichtfilter zum Beispiel am Handys oder solche Brillen halt aufsetzt, um das blaue Licht zu filtern, weil die halten euch natürlich wach, die tun halt die Mittagssonne simulieren, angehalten weiter wach zu sein, und eure Melatoninproduktion wird nicht dementsprechend hoch sein. Wenn ihr nicht genug Sonnenlicht bekommt, das machen halt manche im Winter, weil der Tag sehr kurz ist, man möchte jetzt nicht unbedingt um 18, 19 Uhr ins Bett gehen, sondern halt so einen gewissen Rhythmus halt auch beibehalten, wie es halt in unserer heutigen Gesellschaft auch ist. Gibt halt so Lichttherapien oder Lichtduschen, die habe ich ja zum Beispiel bei mir auch. Das nutze ich manchmal Voranzucht für meine Jungpflanzen. Da eignet sich das auch ziemlich gut, weil die halt einen sehr hohen Blaulichtanteil. Und das nutzen halt auch sehr viele Leute halt so eine halbe Stunde am Tag halt, um nochmal später die Melatoninproduktion nochmal zusätzlich zu erhöhen, weil sie nicht genug Licht gesammelt. Und dann mal so schaut, dass ihr da euren biologischen Anker richtig sitzt. Und am Abend ist ja allgemein so, dass man sich halt dann auch schaut, seine Lichtquellen im Büro und am Tag hinweg sind ja diese hellen weißen Lichter da, die ja diesen hohen Blaulichtanteil haben. Am Abend nimmt man sich normalerweise so Glühbirnen zum Beispiel oder andere orangenfarbene Lichter, so warme Lichter, und damit kann man dann auch ziemlich einfacher in den Abend reinstarten und dann auch sich so für sein Zu-Bett-Gehen vorbereiten. Dann kommen wir zum Schlafplatz an sich und da erstmal die mentale Einstellung. Der Schlafplatz sollte wirklich nur zum Schlafen dienen. Und das ist halt das Problem bei sehr vielen, die nutzen halt ihr Bett zum Beispiel auch zum Essen, schauen sich da Videos stundenlang an, machen irgendwelche Arbeiten, lernen dort drin, alles mögliche arbeiten auch im Bett. Und das hat dann einfach die Folge, dann, wenn ihr wirklich schlafen gehen wollt, dann ist euer Körper bzw. euer Kopf nicht darauf eingestellt, dass ihr schlafen wollt, sondern dass ihr mehr auf Aktivität seid, weil ihr euch das so einprogrammiert habt. Heißt, nutzt euer Bett wirklich nur zum Schlafen. Dadurch tut ihr dann bei euch im Kopf das so einprogrammieren, dass ihr dann auch wirklich in ein paar Minuten einschläft, weil ihr es drin habt, okay, Schlaf bedeutet Ruhe. Inaktivität, einfach schlafen. Und das machen auch sehr viele Shaolin-Mönche zu ihrer Anfangszeit. Die machen es dann nochmal, dass man auf dem Boden schläft, zum Beispiel auf einer Yogamatte, dass man halt nicht zu lange im Bett liegt, weil unsere Betten halt sehr kuschelig und weich und warm und alles ist und die Leute halt nicht gerne aus dem Bett rausfallen. Das soll dann nochmal zusätzlich das bewirken, dass man halt schnell aus dem Bett rauskommt und gleich in die Aktivität reingeht, so wie es ja auch sein soll. Kann dann auch jeder mal ausprobieren für sich selber, wenn man halt so ein, sagen wir mal, so ein Schlafmuffel ist, der nicht gerne aus dem Bett rausgeht, einfach mal sich mal mit Absicht etwas härtere Unterlagen nehmen, dass man halt dann ungern, sage ich mal, schläft oder lange drin liegen möchte. Ich persönlich habe auch eine etwas härtere Matratze, weil ich dort sehr gerne schlafe. Für mich ist es überhaupt kein Problem. Der Körper dadurch bleibt dann viel besser in Bewegung und der Blutkreislauf wird auch angeregt und auch mein ganzer Körper bzw. die Wirbelsäule und der Rücken wird auch bestens gestützt. Ich persönlich habe eine etwas härtere Matratze. Ich schlafe da bei der am besten, einfach aus dem Grund, weil wenn es halt zu weich ist, die Matratze, dann sinkt man halt dementsprechend ein und der Körper kann sich dann während dem Schlaf, der bewegt sich da auch, und dann ist der Blutkreislauf nicht aktiv und man hat dann nicht so einen guten, erholsamen Schlaf, wie ich auch finde. Und das Problem ist dabei, wenn man zu stark in seine Matratze einsinkt, dass halt dadurch der Rücken und die Wirbelsäule auch durchhängen, nicht ganz gestützt werden, und da könnt ihr auch dementsprechend Rückenprobleme bekommen. Und wenn die Matratze zu hart ist, dann werdet ihr, wenn ihr das nicht gewöhnt seid, auch nicht so gut schlafen. Eure Gelenke werden vielleicht schmerzen, eure Knochen oder da, wo ihr einfach auflegt. Das ist dann vielleicht auch nicht für euch optimal. Von daher erstmal langsam schauen, dass man sich an etwas härtere Matratzen schrittweise gewöhnt. Falls ihr während dem Einschlafen eurem Kopf nicht einfach abschalten könnt und ihr immer noch irgendwelche Sorgen und Nöten habt auf den kommenden Tag, dann hilft zum Beispiel folgende Übung, die ich zum Beispiel mache, um diesen schnatternden Affen oder dieses Gedankenkarussell einfach loszuwerden. Das heißt, ich tue erstmal meine Tiefenatmung machen, das heißt, ich tue erstmal meinen Körper vollständig entspannen, und das mache ich halt so, dass ich halt jeden möglichen Körperbereich durchgehe, zum Beispiel mich zuerst im Kopf, tue immer ein- und ausatmen und gehe meinen ganzen Körper sozusagen durch. Das ist Bodyscan, und ich sage mir halt immer, wenn ich dann die entsprechenden Bereiche durchscanne, dass halt sich alle meine Muskeln bzw. auch dieser Bereich immer tiefsten entspannt und sich vollkommen
ja, entspannt und immer weiter entspannt mit jeder Sekunde, die zum Beispiel vergeht. Fokussiert, dann hat man keine Gedanken, dann bin ich nämlich im Moment. Und zusätzlich sage ich auch, dass ich nicht der Körper bin und auch nicht meine Gedanken. Abschalten, das mache ich halt vor dem Schlafengehen, so 10, 5, 12 Minuten, sage ich mal. Und dann schaue ich halt so, dass ich da diesen Übergang von der Einschlafphase in die Tiefschlafphase bewusst wahrnehme, also beziehungsweise von der Schlafphase, dass ich hier so erholt und entspannt dann einschlafen kann. Auch das Essverhalten spielt beim Schlaf wieder eine Rolle. Also zum Beispiel tue ich 2 Stunden, bevor ich schlafen gehen möchte, auch nichts mehr essen. Es soll halt dementsprechend am Abend alles gut verdaut sein, dass ich halt mit einem leeren Magen und nicht mit einer zu starken Fülle da ins Bett reinsteige. Das heißt, schau, dass hier leicht ist. Wasserhaltig zum Beispiel mache ich das halt immer gerne so. Die Rohkost und die schleimfreie Kost eignen sich ja dazu sehr gut. Wenn man halt dann zu herzhaft ist und dann zu voll gefressen ist, das weiß man dann selber, dass man diese dumpfen Völlegefühle hat. Braucht man auch Ewigkeiten, bis man einschläft. Das kenne ich noch von meinen früheren Zeiten selber. Also schaut, dass ihr nicht zu sehr euch vollfresst oder zu spät am Abend dann auch alles Mögliche in euch reinpfeift. Und der letzte Tipp für heute, und ich werde ja manchmal auch immer wieder ausgelacht oder die Leute freuen sich, wenn sie mich zum Beispiel, wenn wir Zoom-Meetings haben, in der Badewanne sehen. Ist ja bei viele, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gerne bade, meine basischen Bäder mache. Und da kommen wir auch zu dem Punkt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel versucht einzuschlafen bzw. in den Schlafmodus zu gehen, der Körper tut seine Temperatur runterfahren. Das heißt, diesen Impuls kann man auch für sich nutzen. Wenn ihr zum Beispiel heiß badet und dann auch ins Bett geht, dann kühlt ihr automatisch runter und das macht euch müde. Und diesen Impuls solltet ihr auch für euch einfach nutzen. Das heißt, ich zum Beispiel tue nackt in meinem Bett schlafen, auch ohne Socken. Nice. Und viele tun sich ja zum Beispiel warm anziehen und auch die Socken anziehen. Und das ist dann mehr kontraproduktiv. Also ich schlafe seitdem auch viel schneller und entspannter ein, dass ihr auch wirklich mit Freude aufsteht. Ich kenne ja viele, die sagen, ach, heute Wochenende vorbei, heute Morgen schon wieder Arbeit, ich habe keinen Bock drauf. Und morgen ist das Referat, muss ich halten, ich habe keine Lust auf Schule. Und so mit der Einstellung hast du doch auch am Morgen keine Lust drauf, irgendwie aus dem Bett rauszusteigen und hast nicht die nötige Motivation. Also schaut, dass ihr irgendwie einen Sinn, eine Motivation hinter euren Tätigkeiten geht. Warum geht ihr zur Arbeit? Sucht euch da einen Sinn, Geld verdienen, um das zu verwirklichen, um da meinen Traum zu verwirklichen. Warum gehe ich denn in die Schule, Freunde treffen, Spaß haben oder sonst irgendwas? Also schaut, dass ihr da so das Positive raussucht, warum ihr die Sachen macht, damit ihr auch gleich am Morgen euch drauf freut und wirklich aus dem Bett raussteigt und sagt, hey, jetzt habe ich Bock auf den Tag. Powert euch auch ordentlich aus, wenn ihr den ganzen Tag bewegt euch, macht Krafttraining, damit ihr am Abend einfach fix und fertig seid, damit ihr einfach auch leichter ins Bett geht. Also manche haben dann so viel Energie, dass sie dann einfach nicht schlafen können, weil sie sich eigentlich bewegen wollen und sich auspowern möchten. Das hat früher zum Beispiel mein Vater gemacht, wo ich noch ein kleiner Bub war und ich nicht schlafen wollte. Dann musste ich dann draußen mitten in der Nacht auch meine Runden drehen, dass ich halt auch müde werde. Und das ist halt auch so, was ich auch vom Tai Chi kenne. Wenn man sich stark bewegt und irgendwann dann auch kommt man mit seinen Gedanken im Kopf nicht mehr her, dann ist man vollkommen matschig, man ist auch im Moment, man hat auch nicht mehr die Kraft dafür, seinen Kopf einzuschalten, irgendwelches Gedankenkarussell zu haben, deswegen, man schläft dann nochmal zusätzlich leichter ein. Und falls, schaut auch gerne auf meine Webseite vorbei, projektpeace.de, unten auch verlinkt, wo ihr auch weitere Informationen zu meinem Projekt findet, meine Kursangebote, meine Coachings, auch für die schleimfreie Heilkost und Ernährungsumstellung, genauso wie Saatgutlistenprodukte und so weiter, also schaut da alles mögliche vorbei, schaut auch gerne weitere Videos und Playlists an von meinem zur schleimfreien Heilkost, damit ihr auch hier die Hintergrundinformationen habt und eure Gesundheit aufs nächste Level bringt. Oder meldet euch für meine Telegram-Gruppe rein, eine Arbeitsgruppe zur Gesundheit. Alles wie immer unten verlinkt. Informationen könnt ihr mich auch gerne anschreiben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,